Hallo, willkommen zur 100. Folge von Project Highwise. Schon die 100. Folge. Und wir werden diese Folge auf jeden Fall, oder ich werde die Folge auf jeden Fall einen Tick länger machen als die anderen, weil es halt die 100. Folge ist. So viele Let's Plays haben wir bei uns auf dem Kanal nicht, die 100 Folgen erreichen. Und wir brauchen den nächsten Kopierdienst. Da kommt er erstmal hin. So, wir holen uns das nächste Telefon. Ist nur das kleine, aber egal. Und dann können wir Leute einziehen lassen, naja, die auch Telefon benötigen. Ich habe genau einen Platz, der noch frei ist. Das ist wie kein Strom. Wieso hast du keinen Strom? Haben wir den Strom jetzt wieder? Oh, hehe. Super. Ganz toll. Das habe ich da einen Tick zu lang gebaut. Jetzt haben wir direkt wieder Leute, die keinen Strom haben. Und kein Telefon. Hast du Telefon? Da brauchst Gott sei Dank kein Telefon. Yay! Telefon haben wir noch gar nicht da gebaut. Ja, ganz toll. Das heißt, wir sind bei 53. Also perfekt. Die haben keinen Strom. Die werden sehr schnell wieder ausziehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil der hat keinen Strom. Telefon hat der. Der hat aber, hä? Der hat, wieso habe ich Telefon so weit gezogen, aber Strom nicht? Komisch. Und tschüss, war ja klar. Und die unten konnten endlich weiterbauen. Das hier unten hat auch keinen Strom. Habt ihr gar keinen Strom? Die ganze Etage hat keinen Strom. Naja, ist auch eigentlich dumm, das da hinzustellen, weil warum die auf einmal nicht hinterherkommen. Naja. Der Umbau ist ja immer noch in. Schreit langsam voran. Hier kann ich leider nichts dran ändern. Aber ab der Etage, da werde ich auch noch mal ein bisschen umbauen, dass da halt größere Büros einkommen. Hier kleine und da nur kleine Büros. Weil die großen Büros bringen da an sich auf der Stelle gar nichts. Außer, dass ich hier ein bisschen Platzverschwendung habe. Aber hier sieht man ja genau hier, das ist alles so schön, das passt. Ha, genau, das ist perfekt. Ich weiß noch nicht, wie groß die Hauptsitze sind. Da muss ich auch mal gucken, da brauche ich ja 6 Stück von, ne? Warte, da. 5 Stück, okay. Also, die können wohl den ganzen Tag mal ohne Telefon leben. Aber ohne Strom nicht. War aber auch gerechtfertigt. Leute, die keinen Strom benötigen, das ist ein bisschen komisch. An Telefon, da könnte man sich vielleicht dran wagen. Oh, Strom. Die haben auch keinen Strom. So, jetzt hast du aber alles. Jetzt mods nicht mehr, sondern arbeite. Du ziehst ein, wir suchen noch mal. Tun mal reparieren. Und wir haben Geld noch. Wir haben sogar noch Geld. Trotz der Reparatur. Ja, wir müssen erstmal noch warten. Aber der Umbau ist ja noch nicht beendet, von daher. Ich weiß jetzt nicht, wen ich eingezogen lassen habe. So, ihr unten habt auch gar keinen Strom. So, jetzt habt ihr Strom. Jetzt ist aber ganze Geld wieder relativ schnell weg. Und noch Mann, immer noch nicht zu weit. Das reicht nicht ganz, schade. Reparieren müssten wir eigentlich auch wieder was. Aber zumindest ist es gut. Die machen keinen Gewinn. Ja, warum wohl? Ihr macht auch keinen Gewinn, aber ihr macht Gewinn, ne? Ihr macht auch, wieso macht ihr keinen Gewinn mehr? Ja, weil die kleinen Geschäfte da sind. Die kleinen Geschäfte holen den großen Geschäften das ganze Geld weg. Och nee, ne? Wirklich? Das ist jetzt nicht so gut. Aber egal. Die kommen ja noch nach hier in die Etage. Und habt ihr jetzt wieder mal genug an große Cafés? Naja, die wollten Cafés, die in Drogerie. Das passt ja alles. Also, der Umbau ist zwar noch nicht ganz durch, aber. So, Werbebotschaften. Das heißt, wir kriegen nächstes Mal ein bisschen mehr Geld. Wir haben genug Tamtam und wissen, was auszubauen. Auch wenn ich die sehr wahrscheinlich nicht benutze. Aber wenn ich hier 6 Läden reinballer, dann brauche ich allein wieder relativ. Und dann den 3 mittlere Läden. Wie war das mit den mittleren Läden? Die passen ja. Die nehmen zwar auch ein bisschen Platz weg.
Aber die passen so, dass da immerhin noch ein Büro rein kann. Und da kann der Müll hin. Auch wenn die das nicht mögen würden. Wir haben Geld. So, Moment. Dann tun wir mal direkt reparieren. Tun unten mal das Ding hier ausbauen. Mann, tiefer. Ausbauen. So, dann machen wir die Stopptaste. Oh, wir haben den Kredit, können wir sogar direkt wieder nehmen, haben wir noch mehr Geld. So, das heißt, ich lasse. Es kostet mich halt natürlich was, die ausziehen zu lassen. Und du kommst raus. So wie du. Erstmal. Das müssen die natürlich beeilen. Da muss ich noch Leitung legen jetzt, die Wasserleitung. Telefonleitung liegt, Strom liegt auch. Weil da kommen dann die restlichen. Oh, wir können die Politik auch bauen. Die will ich aber noch nicht bauen. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht jetzt hier mit. Wir haben noch die Pizzeria, die rein muss. Und viel, ich weiß, dieser Ladbar. So. Damit sind die auch drin. Der Müll kann weg. Das kann weg. Hier können dann neue Büros rein. Erst nein. Keine Büros. Wir brauchen wieder ein Lager. Da bitte unten noch bauen. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber. Du ziehst auch mal da hinten aus. Kostet mich zwar ein bisschen Geld. Ist der eigentlich noch da? Da dich mag ich, Steuerberater. Der ist noch da. Die müssen aber irgendwann ausziehen. Das ist schade. Die müssten auch aus, damit da halt jetzt die Läden reinkommen. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Ja, geht nicht. Ausziehen. Ihr zieht auch mal aus. So, jetzt ist ja ein großer Umbau. Ich muss mal nur auf Pause drücken. Wieso? Ja, jetzt haben die keine Mieter direkt ausziehen, weil wir keine. Benötigt größere Cafés. Wir haben. Hä? Größer auch mal an Cafés. Wir haben. Hier muss auch rein. Da muss ein Café rein. Und jetzt aber. Moment, wir haben jetzt hier kommt ein Laden rein. Moment, wir haben hier Strom, wir haben auch Telefon für die. Die können rein und da soll. Was soll da rein? Bekleidung. Da kommt da Bekleidung rein. Wir müssen noch ein Lager bauen. Lager da ein. So, wir könnten ein kleines Geschäft dahin ballern. Und zwar für die Drogerie haben wir schon, Lebensmittel haben wir auch. Ein Blumenladen kommt hin. Und dann haben wir einen. Passt da mittlerer? Ne, leider nicht. Passt aber so ein kleiner Laden nochmal rein. Und wir haben Geld. Wir machen zwar jetzt nicht mehr so Gewinn, aber wir machen noch Gewinn. Kleinelektronik. Ja, ihr müsst mal ein bisschen schneller bauen. Ein mittlerer Laden kommt da rein noch. Und zwar jetzt die Großelektronik. Aber liegen tut auch alles da. Telefon. Jawohl. So, dann müssten wir auch reparieren, ne? Kommt da unten noch die Cafeteria rein? So. Ich weiß halt nicht, braucht. Oh, wir brauchen mindestens 5 Sterne. Okay. Da kommt Tapete rein. Da kann sogar noch ein Büro wieder rein. So, du da. Ja, dann kommt hier. Wo waren die ganzen Sachen? Betrieb? Nein. Hier, das war das. Münztelefone. Ich glaube zwar nicht, dass die sich rentieren. Werden mich zu ein bisschen Geld kosten, aber. Ist noch egal. Die müssten jetzt auch ausziehen. Wir können direkt den nächsten Kredit holen, ne? Da, da, da. Wenn schon, denn schon. Wieder auf Pause-Taste drücken. Wir müssen auch mal gucken nach dem Strom.
Wir sind bei 119 Strom und bei 56 Telefon. Okay, ihr fliegt raus. So, weg da. Tschüss. Oh, ich brauche niemanden. Doch, ja, eigentlich schon, aber zumindest nicht jetzt gerade. Und da soll ja wie so ein mittlerer, ein großer, ein mittlerer Laden rein, damit wir auch ein bisschen Geld kriegen dadurch. Dadurch hätten wir ja schon. Aber erstmal müssen sie aufs. Moment. Das Lager passt nicht ganz, oh Mann. Naja. Ich hoffe, die Laden machen jetzt natürlich Gewinn. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, ein mittlerer Laden. Wo daneben sogar ein Büro passt. Ah, toll. Was soll noch rein? Ein Zubehörgeschäft? Was mit Zubehörgeschäft? Hier Haushaltswaren oder was? Ich nehme das mal. Zubehör. Ich würde sagen, das ist Zubehör. Für mich jetzt persönlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber wir können da hinten wieder noch einen einziehen lassen. Ein Anwalt. Damit sind wir bei Telefon bei immer noch dabei. Ja, wir haben noch einen Platz im Lager. Das heißt, ich könnte theoretisch auch noch einen großen. Ich brauche gar keinen kleinen Laden, ich kann einen großen Laden hinballern. Wo halt ein Handtaschenladen erstmal reinkommt. Besser als gar nichts. So, hier kommt auch nochmal einer rein. Nochmal ein Buchhalter. So. Und damit haben wir es. So schön. Okay, die Lager sind auch perfekt ausgerüstet. Wir können jetzt auch hier die Aufzüge. Erstmal gucken, wie viel Geld wir machen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. So viel machen wir gar nicht an Gewinn. Dadurch, dass die Läden jetzt da sind. Wenn ich jetzt die ganzen Aufzüge baue, sind wir schnell wieder miese. So, Wasser sieht auch gut aus. Gas auch. Wie sieht es aus mit Essen? Da kommt Essen 7 Sterne. Das heißt, wir müssten eigentlich theoretisch jetzt die nächste Etage wieder ausbauen. Und warum jetzt gerade wieder die Stimme weggeht, ich weiß es nicht. Wir können sogar direkt 2 Etagen bauen. Eigentlich sogar 3. Aber machen wir 3. Obwohl wir noch eigentlich nicht ganz mit dem Umbau fertig sind, weil hier will ich auch noch ein bisschen umbauen. Aber das kann man ja später machen. So, 3 Stück davon. 1, 2, 3. Theoretisch, ich glaube, da bleibt so viel Geld übrig, dass wir am Schluss sogar so viel haben, dass wir einen Kredit zurückzahlen könnten. Das ist auch mal so eine kleine Aufgabe, die man machen kann. Versuchen, den ganzen Kredit zurückzuzahlen. Ah, Telefon muss ich auch noch legen. Was ja alles nicht so günstig ist, ey. Ich glaube, dann werden wir doch hier gerade dann. Wenn die Etage ausgebaut ist, brauche ich auf jeden Fall Telefon. Ja. Es war teuer, das Telefon. Kommt aber erstmal da rein. Und dann haben wir 70 Telefon. Das sieht auch dumm aus. Reparieren müssen wir auch mal wieder. So, dann heißt es weiterhin. Büros, Büros, Büros. Ah, habe ich mich vertippt. Schade, schade. Aber weiter. Büro, Büro, Büro. Geld. Nur 800 zwar. Was wirklich sehr wenig ist. Aber wir können jetzt, hoffe ich mal, wir haben jetzt insgesamt noch Strom genug, Telefon 14. Okay, gucken wir mal. Einziehen. Ich lasse mal alle einziehen einfach nur. Die werden auf jeden Fall hier reichen, die wir jetzt haben. Außer muss ich wieder suchen schon. So schnell geht das manchmal, dass man suchen muss. Ja, fleißig sind sie auf jeden Fall, meine kleinen Minikisten, die hier rumlaufen. So. Das könnte eigentlich gut laufen hier. Oh, haben sie keinen gefunden? Oder habe ich da nicht drauf gedrückt? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. So, dann haben wir wieder suchen.
Was macht. Ach ja, die müssen ja. Die tun ja erst immer bauen, bevor sie was anderes machen. Ja, ein Buchhalter wieder. Ah, ist doch schön, wenn hier die Leute mal wieder einziehen. So, wir haben zwei davon. Die suchen dann wieder. Und wir suchen wieder. Wir können hier einen einziehen lassen. Ja, lass ich dich einziehen. Dann müssen wir kurz warten. Jetzt geht es aber richtig voran in der Folge hier. Buchhalter, hier auch nochmal. Ja, das sieht doch echt super aus. Was sehen wir noch, das jetzt? Ja, jetzt haben wir auch wieder genügend. Oh, wir haben das erste Ziel. Damit haben wir schon das erste Ziel. Wahnsinn. Das war super. Okay, Gewinn machen wir noch nicht sehr viel. Das dauert noch ein bisschen. Und 50 Bewohner, das wird eigentlich sogar noch relativ locker gehen. Würde ich sogar noch behaupten. Gerade so, wie wir hier jetzt gerade die ganzen Leute einziehen lassen, ist das schon wirklich locker. Na, da habe ich auch keine Leitung gelegt oben. Doch, wir haben aber zu wenig Telefon. Aha, so sieht es also aus. Wir machen hier Abriss, Abriss und ein mittlerer Telefon. So, damit sind wir jetzt bei 100 Telefon. Strom sind wir bei 11 Leute, können auch einziehen mit Strom. Und ich glaube, wenn hier der Tag vorbei ist, dann haben wir aber richtig Geld. So viele Leute, wie jetzt hier gerade eingezogen sind. Ach, naja, wieder vertippt. Ja, und der Tag ist gleich vorbei und dann sehen wir, wie viel wir haben. 3000. Gerade mal 3000? Echt jetzt? Echt so wenig? Das wundert mich jetzt auch schon, dass es nur 3000 sind. Und sie bauen immer noch schön fleißig aus. So. Okay, ich muss hier wieder suchen. Die kommen gar nicht da unten zu, das Ganze auszubauen. Weil ich halt immer wieder sage, ihr müsst jetzt bauen, 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 bauen. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was ändern. Schade, dass man nicht sagen kann, ihr zieht jetzt einfach nur noch da um. Das ist ein auch schade, das wäre auch gut. Aber so einfach ist es in echt, glaube ich, auch nicht. Oh, wir haben sechs Leute, die einziehen wollen als Buchhalter. Das ist mir mal. Hallo. Oh, auch sechs Anwälte. Wow, was ist denn bei euch los? Wieso wollt ihr alle einziehen auf einmal? So, hier haben wir Finanzen. Die brauchen nur ein IT. Moment, wir bauen kurz die IT noch. Für die Büro-Leute. So, kommt in diese Etage. Da haben wir noch keinen Strom. Kein Strom und kein Wasser. Genauso wie es sein soll. So, Strom. Ich kriege auch Telefon. Weil ich gehe davon aus, dass die Telefon brauchen. Und wir machen weiter. Und lassen hier nochmal einen Buchhalter einziehen. So. Mit 3000 Gewinn könnten wir sogar die Aufzüge hier wieder in Betrieb setzen. Und damit haben wir kein Geld mehr. Aber wir haben schon mit dem Geld, was wir jetzt dadurch verdient haben. Oh, wir haben hier noch was. Shoppingmeile. Die Stadt ist mit ihrer bisherigen Entwicklung zufrieden. Bla bla bla. Dazu müssen die drei große Geschäfte. Darf ich schon große Geschäfte bauen? Darf sie noch gar nicht bauen, soviel ich weiß. Ja, was wollt ihr denn? Aber wir haben zumindest so viel Geld, dass wir wieder die kompletten Aufzüge haben. Das waren ja. Warum bist du jetzt ausgezogen? Ich brauche große Restaurants, Mittagstisch. Zwei große Restaurants, Abendtisch und zwei große Bars. Ja, die werden da sehr wahrscheinlich nicht so gut reinpassen. Aber die Läden machen Gewinn. Jetzt drücke ich ganz auf die Leute drauf. Ja, die Läden machen Gewinn. Das ist, ja, die machen keinen Gewinn. Aber ansonsten Essen. Na, machen zwar keinen Gewinn, aber solange sie nicht ausziehen, ist nicht so schlimm. Wir können fast alles reparieren. Aber so. Wieso du ausgezogen bist? Keine Ahnung. Frechheit. Finanz.
Wir machen jetzt nur noch 2000. Das ist aber auch klar, weil wir halt die ganzen Aufzüge jetzt gebaut haben. Wir können auch in der Zeit reparieren. Den Rest davon. Dann. Die haben keinen Strom. Haben wir keinen St Wir haben zu wenig Strom. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und der Stromplatz wird langsam zu eng. Das heißt, wir müssen in der unteren Etage auch Strom legen. Das ist ja lustig. Weil ich so viel Strom verbrauche, ist ja. Jetzt weiß ich auch, warum der ausgezogen ist. Wir hatten gar keinen Strom für den. Aber es sieht auch relativ gut aus. Von daher passt das Ganze schon. Muss nur halt irgendwann hier ändern. Die bleiben da, wo sie sind. Die auch. Das bleibt so, wie es ist, auch wenn es ein bisschen chaotisch aussieht. Werdet wieder gesund hier. Ihr habt doch jetzt wieder Strom, also. Oder nicht? Doch. Also, Ruhe da oben. So, ihr müsst eigentlich auch mal raus, aber erst wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld haben. Dass halt hier die mittleren Büros reinkommen. Das vom Platz her, sonst ist einfach wirklich Platzverschwendung. Ich weiß halt nur nicht, wie groß die sind. Ich glaube, die wollen auch mehr mittelgroße, die aber. Einen Stern brauchen wir. Noch sechs Leute, dann kriegen wir die. Oder wir hoffen, dass mal keiner aussieht. Das wäre auch nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich mal. 63 pro Tag, okay. Ist was. Aber mal gucken. Gasmäßig liegen wir auch relativ eng. Und Wasser auch. Wie viel Büroangestellte haben wir jetzt? Dadurch, dass wir 116. Aber die fliegen alle raus, wenn wir hier diese mittleren Essenssachen haben. Nachteil ist, dass der Laden jetzt da ist. Da wollte ich eigentlich kleine Geschäfte reinmachen. Aber. Hui. Wieder ein bisschen Geld. Und wieder müssen wir reparieren, ne? Oh, nicht viel. Das heißt, wir könnten theoretisch euch mal abreißen. Nur die Etage erstmal. Wir wollen ja nicht direkt mal übertreiben, ne? Immer so peu à peu. Ist immer am besten. Mann, 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 wir müssen schneller arbeiten, Leute. Das ist unglaublich. So, das du dahin und da kommt direkt ein kleines daneben. Das passt ja immer so schön. Wir haben wieder Anwälte, die einziehen wollen und wir haben Finanzleute, die einziehen wollen. Wir müssen auch auf dem Telefon gucken, da haben wir noch genug und nur Strom wird wieder knapp. Mit 11. Dann können wir aber auch euch abreißen. Es muss ja immer alles irgendwie mit dem Platz her passen. Wir können nichts bauen danach. Wir können zwar nur das kleine Büro hier daneben bauen, aber auch mehr auch nicht. Ja, das Problem ist, die zahlen natürlich mehr als. Naja, der jetzt nicht gerade. Der bezahlt ja nur die Hälfte. Zahl bitte mehr. Die zahlen natürlich mehr, die großen Büros. Aber platzmäßig ist es besser, so klein reinzubauen. Gerade wenn man noch Leute einziehen lassen muss. Das ist echt der richtige Bürotower geworden. Und reparieren müssen wir 600. Oh, es geht noch. Aber an sich, ja, die ziehen ja nach da. Und sie ist es ja auch. Wie viel habt ihr denn da? Drei Mitarbeiter sogar. Die Finanzleute sind sogar drei Leute, die da einziehen. Wieso wollen die eigentlich nicht einziehen? Toll. Schön. In diesem Szenario nicht enthalten. Okay. Weiß ich Bescheid. Das Gute ist halt, dass hier dann keine freien Stellen ab dieser Etage hier sind. Noch sind zwar freie Stellen da, aber nicht mehr lange. Mal gucken.
So, die Lager sind auf jeden Fall voll. Ich gehe davon aus, dass die irgendwann größere Läden haben wollen. Das heißt, wenn die hier ausziehen, dann werden hier ein groß. Obwohl, eigentlich ja nicht. Wir haben Geld. Hier können ja auch immer dann noch Büros ausziehen. Dann hier zum Beispiel ein großer Laden rein. Und die etwas nobleren. Wie heißt es jetzt? Läden, also die ganz, ganz noblen Läden, die können ja einen Tick weiter hoch, weil die ja halt die Ruhe mögen. Die können ja zum Beispiel dann hier in die Etage. Und wir haben wieder ein bisschen Geld, das heißt, ich kann euch wieder abreisen schon. Jetzt wird du dann kein Geld mehr haben. Aber das ist erstmal egal. Da die Finanzleute hier einziehen, die Finanzleute zahlen irgendwie am meisten, das finde ich immer sehr gut. Aber das sollte man so rummachen. Sonst wird es alles zu klar. Aber egal. So, zack, zack. Wir können dich hier einziehen lassen. Hier kommt ein Anwalt. Einer der Mäzianwalt an. Da ist ein Anwalt, der mehr zahlen will. Telefon! Telefon und Strom wird wieder. Okay, ist keine Sorge. Jo, jetzt haben wir erstmal wieder kein Geld. Das Gute ist, die können bleiben. Nur die müssen weg. Das muss ich aber dann alles machen. Da kommen dann neue Büroleute rein. Gegenüber sechs. Oder sind irgendwo drei neue Leute. Aber nö, immer nur zwei. Echt, die Finanzleute, da arbeiten wirklich am meisten Leute. Da sind immer drei. Das ist sehr schön. Genau, warum nicht überall so? Große Büros. Restaurants. Das wird auch lustig, die Restaurants. Das heißt, die müssen. Die kommen irgendwann wieso hier weg. Unten die Büros ist einfach nur was zum Essen und mehr nicht. Aber ich muss sechs Stück bauen. Das wird, ja, problematisch. Vielleicht kann ich eine Bar hier weiter oben platzieren. Das könnte ja auch noch funktionieren. Also beim Aufzug sind sie schnell oben. Aber gerade für den Anfang ist es nicht schlecht, hier unten die zu haben. Oder die gehen nach da und hier kommt ein großes Restaurant rein. Ich weiß nur jetzt nicht genau, wie groß die ganzen Sachen sind. Renovieren sind bei 900 Euro. Dollar. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder auf einmal auf Euro gehe. Ah, wir machen ein bisschen mehr Gewinn. So. Reparatur. Du ziehst ein. Du bist nochmal ein Finanzfuzzi. Okay, das heißt, ich weiß jetzt nicht. Räumungen. Wow. Okay, die auch immer nacheinander. Halt wirklich Platzausnutzung vom höchsten. Werd fertig. So. Ja, ich hätte. Man muss irgendwie den Aufzug ein bisschen anders setzen. Aber das Problem ist halt, dass ich das Ding nicht von Anfang an selbst bestimmen durfte, wo die hinkommen. Das ist so ein kleines Problem. Jo. Sieht doch schick aus. Mittlerweile. Das halt nicht hier, aber kann ich da nichts daran ändern. Wenn das Büro ein Tick größer gewesen wäre, wäre alles bisschen einfacher gewesen. Die Läden müssen nicht eigentlich keinen Gewinn machen. So ein Laden, kleine Elektronik, ne? Die kleine Elektronik macht Gewinn, die große Elektronik komischerweise nicht. Aber sie machen zumindest Umsatz. Auch wenn sie keinen Gewinn machen, aber sie machen Umsatz. Wie die Leute hier am Arbeiten sind. Ja, wir arbeiten hier mitten in den ganzen Läden. Bye-bye, Detektiv. Oh, wir haben einen Detektiv hier drin. Detektiv Conan. Am besten noch. So umbenennen. Ja, auch mal was. Aber nee, nee. Reparieren können wir. Ja, ein bisschen. Zeit am nächsten Tag haben wir dann ein bisschen weniger. Aber das wird. Wie viele Leute haben wir mit dem Lali drin? Ja, der ist nicht ganz so aufgeräumt, der ganze Keller, wie ich eigentlich wollte, aber er sieht schon mindestens ein bisschen ordentlich aus. Das Wartungspersonal, das könnte ich eigentlich nächstes Mal bauen. Das große Wartungsbüro.
Das wäre schon was, was für gut wäre. Aber das sehen wir auf jeden Fall dann erst in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.